Hallo ihr Lieben, zur heutigen Ausgabe von Clipsmoke, für euch wie immer Dennis. Ich habe euch heute den Golden Pipe Ice Guave mitgebracht. Wie immer von uns ein Foto eingeblendet, wo ihr den Kopfbau samt Verpackung und den Zipbeutel mit dem Tabak drin seht. Zur Feuchtigkeit kurz und knapp gesagt, es ist übermäßig Molasse drin, also nach dem Absippen kann man aus dem eigentlichen Beutel noch die Molasse sozusagen in den Zipbeutel reinlaufen lassen, also es ist wirklich übermäßig viel da. Dafür die Rauchentwicklung auch. Wie ihr seht, also auch durch die viele Molasse ist die Rauchentwicklung extrem gut. Also wirklich eine dichte Wolkenwand vor allem. Zum Geschmack, eine leichte Mentholnote ist mit drin und im Vordergrund auf jeden Fall die Guava, also der leicht bittere Geschmack. Ist auf jeden Fall eine gut abgestimmte Kombination aus Menthol und Guave. Mal was anderes zu den ganzen süßen Sorten. Wir können die auf jeden Fall mal probieren. Viel Spaß beim Rauchen. Bis zum nächsten Mal.